die Ausstellung, die beschreibt Türken und Deutsche im Vergleich, aber natürlich die türkischstämmigen Migranten oder, ne, oder die Migrantengruppe der Türken. Und also jetzt nicht die Türken in der Türkei, sondern wirklich die Ostarbeiter. Erste Generation, die in Deutschland auch gelebt hat oder aufgewachsen ist. Zweite Generation, dritte, vierte mittlerweile. Vergleiche ich mit den Deutschen, also die riesige Gesellschaft. Und ich bin auf die Idee gekommen, weil mein Mann ist Deutscher und wir sind jetzt seit 96 verheiratet. Und uns ist super viel aufgefallen. Zum Beispiel habe ich mal ich wurde zum Essen eingeladen, dachte ich, und war auf einer Kaffeetafel eingeladen und wusste gar nicht, dass man so viel Torte isst und so viel Kuchen und dass man sich damit satt machen kann. Also es war für mich so, weiß ich nicht, ich dachte, es gibt erstmal Essen und dann was Süßes. Und dass man eine Hauptmahlzeit nur mit Süßen hat, das war wirklich typisch deutsch. Da habe ich zu meinem Mann gesagt, Mensch, das ist ja typisch. Ne? Oder mein Mann war dann zum Beispiel zum Fastenbrechen eingeladen und es gab so viel zu essen. Er dachte, es ist so ein Festmahl, es gibt irgendwie so eine Feier. Und dann meinte ich, nee, das ist so normales Essen, was wir jetzt jeden Abend haben, wenn wir fasten. Und da hat er auch gesagt, Mensch, das ist aber typisch türkisch. Ne? Also das kenne ich gar nicht, dass man abends so üppig isst. Wir essen Abendbrot, das heißt Abendbrot, weil es Brot dazu gibt oder Brot. Nur Brot mit Aufschnitt, mit Gurke oder so. Da dachte ich, oh Gott, das ist ja wie so ein Abendessen. Also wir haben uns immer wieder ertappt, wie wir uns, ja, wie wir gesagt haben, boah, das ist typisch. Und dann bin ich irgendwann auf die Idee gekommen, ich dachte, Mensch, sowas müsste man noch als Buch schreiben oder als, irgendwie als Vergleich, dass man wirklich, dass man mal so sehen kann, welche Unterschiede wir haben, aber auch welche schönen Unterschiede, welche Gemeinsamkeiten. Wir haben ja auch viele Gemeinsamkeiten. Ja, und dann habe ich angefangen zu sammeln. Materialien, habe Bücher gelesen. Und irgendwann dachte ich mir in meiner Diplomarbeit, ich habe Grafikdesign, Illustration studiert, dachte ich, Mensch, ich mache mal daraus eine Arbeit. Damals meinte mein Professor noch so, oh nee, das interessiert niemanden und so, wollen Sie es wirklich machen? Das hat er letztens auf seiner Homepage, also Homepage geschrieben, dass ich schon damals vorausgedacht hätte, das Thema Integration, das war dann doch sehr faszinierend. Also er war ja auch von der Arbeit ganz fasziniert, aber wie gesagt, ich habe sehr lange recherchiert und habe gesammelt und auch eigene Erfahrungen vielleicht reingebracht. Aber das, was Sie in der Ausstellung sehen, ist wirklich das, was ich aus Fragebögen herausgearbeitet habe. Also ohne eigene Meinung, dass ich irgendwie meine Wertigkeit herangebracht habe. Da habe ich schon gedacht, kann ich ja mal extra nochmal ein Buch schreiben über unsere Geschichte von meinem Mann und von mir, wie wir uns kennengelernt haben. Und da waren natürlich auch, sind zwei Welten aufeinander geprallt, aber auch irgendwo, wenn ich jetzt meine Eltern mit seinen Eltern sehe, ja, ist überhaupt keine Welt mehr dazwischen. Er als Diakon und mein Vater als türkischer, ist oft in der Moschee, sag ich jetzt mal, und die beiden verstehen sich prima und es geht immer in Integration geht. Es geht wirklich um diesen kleinen, und diese Heirat hat wirklich diese Familien miteinander verbunden. Meine Eltern hatten vorher nie Kontakt zu Deutschen so richtig und seine Familie auch nicht wirklich so zu Türken und das war wirklich, ja, die haben sich genähert und das ist total schön. Gestern noch habe ich darüber nachgedacht, also das hat echt geklappt. Sehr gefreut. Ja, und ich vergleiche hier die Eigenarten, die Türken haben und auch Deutsche und lerne auch immer dazu. Also ich muss ehrlich sagen, ich habe auch sehr viel über die Türken kennengelernt, weil als Deutsch-Türkin, die in Deutschland aufgewachsen ist, kennt ihr jetzt auch nicht viel über die Türkei oder über die Türken selbst, weil die sind ja auch so unterschiedlich. Ne, es gibt ja so viele Konfessionen bei den Türken, aber auch bei den Deutschen. Ne? Es ist ja nicht gleich der Deutsche ist der Deutsche oder der Türke ist gleich der Türke. Und es ist einfach schön, wie viele Facetten es gibt bei den beiden Bevölkerungsgruppen. Und wie schön es auch ist, dass es auch Gemeinsamkeiten gibt. Und natürlich auch Unterschiede. Und ich denke, es ist immer eine Bereicherung, auch wenn es kleine Unterschiede gibt. Ne? Also es ist immer eine Bereicherung für jemanden, Neues kennenzulernen. Und sicherlich wollte ich auch Vorurteile abbauen. Ne? Es herrschen einfach Klischees. Ne? Wenn ich Fragebögen ausfüllen lasse, was ist typisch türkisch, dann wird geschrieben, Tee trinken, Machos, weiß ich nicht, was es alles so gab. Man müsste sich mal die Fragebögen nochmal durchsehen. Oder ich habe wirklich die Klischeetafeln dann als Aufhänger genommen. Zum Beispiel typisches Spiel war Backgammon bei den Türken. Ne, es hat aber keinen türkischen Ursprung. Oder Mensch, ärgere dich nicht. Also das habe ich dann wirklich aufgearbeitet in den Tafeln.